Moin Leute, willkommen zurück bei Kaltenmoor Gaming und Vlogs. Mit dabei ist Mac und ja, heute machen wir den Wahl-O-Mat zur Europawahl. Ich habe ihn schon mal privat gemacht. Mac hat ihn auch privat gemacht, aber wir machen es nochmal hier im Video und sprechen dann über die Fragen und so etc. etc. Fangen wir mal an. Aufnahme, ja. So. Fangen wir an. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Ich habe dafür gestimmt, weil ich möchte diese Idee EU als Staat, also wirklich die Idee ist ja auch dahinter irgendwo, dass irgendwann die EU halt vereint ist, so als Staat. Und ein Staat erhebt Steuern und grundsätzlich soll die EU auch Steuern erheben dürfen. Aber es soll dann aber bitte nicht so sein, dass plus deutsche Steuern dann noch EU-Steuern dazukommen. Also das sollte dann so sein, dass zum Beispiel bestimmte deutsche Steuern dann, ich sag mal, nicht mehr Geld, sondern umgewandelt werden in EU-Steuern. Dann hat, glaube ich, auch keiner ein Problem damit. Die Leute haben ein Problem damit, wenn dann mehr Steuern kommen. Also es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Wenn es gut gemacht wird, bin ich dafür. Wenn es scheiße gemacht wird, bin ich dagegen. Aber ich gehe mal da. Also mein Gedankengang ist halt, dass es so gemacht wird, wie ich gesagt habe. Und dann bin ich halt dafür. Was sagst du dazu? Gar nichts. Okay. Frage 2. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden. Zu der Frage, ich glaube, ich habe da neutral ausgewählt, weil ich nicht genau weiß. Irgendwo ist es mir egal. Ganz ehrlich, ich persönlich würde am liebsten mir später so ein Hybridauto holen, so irgendwie Elektro plus, keine Ahnung, fossiles Zeug. Ich finde, also mir ist die Frage, mir ist es egal. Ich weiß nicht, also bis 2035, also nach 2035. Das spielt für mich eher keine Rolle, weil ich werde spätestens, ja, Digga, 2035, ich hoffe, also, dass ich, also 6 Jahre studieren, 2030 und dass ich dann, wenn es dann E-Auto, es gab ja diese E-Auto-Subvention, die ist jetzt weggefallen wegen hier, Gelder fehlen. Wenn halt E-Autos billig sind, dann hole ich mir ein E-Auto. Werde, glaube ich, niemand sein, der ganz viel rumfährt. Also letztendlich möchte ich einfach zu meinem Arbeitsplatz oder vielleicht mal irgendwie in die Stadt oder irgendwie. Keine Ahnung, ich werde jetzt nicht durch die halbe Welt fahren. Also, was. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist mir egal persönlich eigentlich. Nee, Mann, C, was steht da? Gastgeber schreibt C AMG, C63 AMG besser, keine Ahnung. Was sagst du zu der Frage, Mac? Gar nichts. Ja gut, ich bin da auch neutral. Nein. Frage 3. Die EU soll eigene Seenotrettung mit mehr aufbauen. Ich bin dafür, weil wenn keine Seenotrettung stattfindet, die Leute kommen da übers Meer mit irgendwelchen Schlauchbooten, keine Ahnung, die quasi dann sinken, dann verrecken die halt da im Mittelmeer. Warum soll man die da sterben lassen im Mittelmeer? Also klar, ja gerne. Seenotrettung von der EU, nicht mehr über NG aus. Macht Sinn für mich. Was sagst du dazu? Ha? Keine Ahnung. Also ich bin halt dafür so. Thomas. Ha? Ja. Streame mal vielleicht dein Bildschirm. Du kannst auch in Livestream Vielleicht war reingehen. das denn. Oh. Ja, warte mal, ich denke, du musst dann das Video. Frage 4. Ui, Die Ukraine okay. soll Mitglied der EU werden, wenn sie dann die Kriterien erfüllen und der Krieg vorbei ist. Weil man muss bedenken, das haben wir mal in der Schule behandelt, die Ukraine ist wirtschaftlich schwächer als Bulgarien. Und Bulgarien ist bekannt dafür, ein Land zu sein mit Korruptionsproblemen. Also im aktuellen Zustand wäre es nicht so schlau, die Ukraine aufzunehmen, auch in Hinsicht auf den Krieg. Aber wenn sie ich sag mal, ihre Korruptionsprobleme lösen und die Anforderungen erfüllen, dann können sie gerne dabei sein.
Also ja, eigentlich bin ich dafür, dass sie EU-Mitglied werden, aber wenn halt die Kriterien erfüllt sind. Was sagst du dazu? Sind wir eben nicht so. Ha? Also, ja, also ich stimme der, also dieser Stellung hier nicht zu. Okay. Ja, ich persönlich stimme dazu, also wenn die Kriterien erfüllt sind. Nummer 5. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ah, das ist Von so. hier aus. Bin ich dafür? Ja, klar, ökologische Landwirtschaft ist besser für die Umwelt. So, auf der einen Seite, zum anderen hat man bessere Produkte, bla bla. Bin ich dafür, klar. Keine Ahnung, macht Sinn eigentlich. So. Frage 6. In Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Ich bin dagegen, weil das halt wirtschaftlich wenig Sinn macht. Ich meine, der Euro ist einfach praktischer, wirtschaftlicher Hinsicht. Und ich weiß nicht, warum sollte man zurück zu D-Mark? Ich persönlich, ich meine, du auch, und ich würde auch sagen, auch der eine Zuschauer, wir sind ja mit dem Euro aufgewachsen. Ich habe kein Problem mit dem Euro. So, es gibt Probleme mit der EU-Bank, also der Europäischen Zentralbank, aber warum sollte man den Euro jetzt loswerden? Weiß ich nicht warum. Verstehe ich nicht. Also ich bin persönlich dagegen, was sagst du dazu? Also ich bin eigentlich sogar ein bisschen gegen den Euro. Also ich weiß nicht. Also in wirtschaftlicher Hinsicht macht das wenig Sinn irgendwie. Also es ist natürlich toll irgendwie so im Sinne von, wir haben eine eigene Währung, wir haben so von wegen Identität und so bla bla. Aber es, keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das kommt meistens von Menschen, die diese Forderung, die eher, ich sag mal, nostalgisch sind, mit der D-Mark vielleicht aufgewachsen sind und dann halt, ich sag mal, nostalgische Gefühle haben. Frage Nummer 7. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Ich bin dafür aus erster Grund. Es gibt ja zwei Sachen. Erstmal, es gibt ja die Leute, die geboren werden und die haben dann so geburtsfehlermäßig, dann haben die dann so, da vermischen sich so beide Sachen vom Geschlecht so bei denen. Das ist halt ein genetischer Fehler. Und dann haben die halt so Probleme im Leben. Und zum anderen ist ja diese Sache auch mit Transgender, das ist ja eher was nicht biologisch, das ist ja etwas psychologisch. Ich beziehe mich hier mehr auf das Erstere und ich würde sagen, diese Leute, die wollen dann vielleicht sich eintragen lassen können als non-binär und es sollte auch denen gestattet sein, weil zum Beispiel es gab ja früher diese Geschlechtsanpassungsoperationen dann bei der Geburt und die waren nicht so gut. Also da hatten die Pro Leute dann Probleme danach. Also es ist ja letztendlich nur eine Empfehlung. Also die EU empfiehlt den Mitgliedstaaten, dass es möglich sein soll. Bin ich grundsätzlich dafür, ist ja. Also es gibt ja eh schon Deutschland männlich, weiblich, divers und ich finde die Regelung gut. Ja, dann passt das. Stimme zu. Aber ich denke, ich würde eigentlich dem Fall des nicht zustimmen, da meiner Meinung nach nur zwei Geschlechter existieren. Ja, tun sie auch biologisch, Noch nicht. Ja. biologisch, aber es geht ja, Biologisch. bei Transgender geht es mehr um Psychologie, also das ist ein anderer Aspekt und das biologisch Ja. bei diesen non-binären Menschen, also die Leute, die, oder ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, dabei non ob, beim ersten Fall non-binär, aber diese Leute, die, ich sag mal, geboren wurden mit diesen, keine Ahnung, dann irgendwie so, ich sag mal, Identifikationsproblem, was auch immer, denen soll es gestattet sein. Und es gibt, und bei diesem Transgender-Ding geht es ja auch weniger um non-binär und so, da geht es ja eher so um psychologisch. Ich bin ein Mann, aber ich identifiziere mich als Frau und da gibt es ja auch diese langen Prozesse mit Psychologie und so. Das ist ein komplett anderes Thema. Also ja, biologisch gibt es zwei Geschlechter, klar. 8. Jagd auf Wölfe. Die Jagd auf Wölfe soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet wird. Ja, klar. Also ich in meiner Region, ich höre ständig, Ja. dass es da irgendwelche Probleme mit Wölfen gibt. Ja, wenn der Bestand nicht gefährdet wird und die Wölfe halt
zu viele sind und es gibt Probleme, dann soll man die halt abschießen dürfen. Finde ich vernünftig. Vernünftig. Was sagst du dazu? Dem stimme ich auch. Nummer 9. Photovoltaik für Wohngebäude. Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein, also Solarenergie. Verpflichtend? Nein. Also ich bin, eigentlich macht es nur Sinn, diese Anlagen zu bauen, weil es ist halt Energie. Also es macht eigentlich absolut Sinn. Kein Pflicht sein. Ha? Pflicht soll es nicht sein. Also ich. Aber es, naja, Also wenn aber ich. keine. Nee, sag du erst mal. Nee, alles gut. Weiter. Weil ich. Mein großes Ziel ist am Ende, mir irgendwann ein Haus zu kaufen. Ich werde 100% Photovoltaikanlagen einbauen, weil es einfach. Es macht keinen Sinn, keine einzubauen. Es ist einfach. Also was soll neuer Wohngebäude? Also ich denke hier gerade an irgendwelche großen Wohnhäuser, sagen wir mal, und dann da auf dem Dach irgendwelche Photovoltaikanlagen gerne. Jetzt Privatpersonen vorzuschreiben, dass sie das einbauen sollen, eher nicht. Aber wenn das irgendwelche großen Konzerne sind, die dann da viele Gebäude bauen, dann kann man es denen auch vorschreiben. Gerne, aber nicht Privatpersonen. Also in gewisser Weise stimme ich zu. Ja. 10. Außenpolitische Entscheidungen. Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden sollen. Getroffen werden. Ich bin dafür, weil häufig Einstimmigkeit bedeutet, dass wenn ein Land, zum Beispiel Ungarn, Nein sagt, aber alle anderen dafür sind, dass dann passiert es nicht. Das macht keinen Sinn, wenn 99% dafür sind, 1% dagegen, so, hä? Ja, dem stimme ich auch zu. Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU besteuerfrei sein. Man muss auch für Benzin Steuern zahlen. Warum sollte man für Kerosin keine Steuern zahlen? Hä? Verstehe ich nicht. Passiert. Nein, soll nicht steuerfrei sein, hä? Europol, die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Ja, bitte. Das macht die Strafverfolgung einfacher, ist besser, etc. Warum sollte man das nicht gestatten, dem weitere Befugnisse zustehen? Weil ich meine, so, ich sag mal, in der EU dann Verbrechensbekämpfung würde dann erleichtert werden. Warum sollte man dagegen sein? Verstehe ich nicht. Ich bin dafür, ja. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. Ich bin grundsätzlich, mag ich Rundfunk, ich finde, da sind oft gute Formate dabei, natürlich gibt es auch schlechte. Förderung finde ich an sich gut. Länderübergreifend wäre auch gut, weil ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. In Deutschland ist der Rundfunk ja sehr gut ausgebaut. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie es in anderen Ländern ist, aber grundsätzlich Förderung gerne. Ja. Weil dann der Rundfunk beim Vor da ist ja der Vorteil, die sind nicht auf dieses Gewinnbringende angewiesen, die können auch jetzt etwas bringen, was kein Geld erbringt, aber trotzdem gut ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja der große Vorteil beim Öffentlich-Rechtlichen. Also grundsätzlich bin ich dafür. Nummer 14. Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. Nee, warum soll man das Ziel verwerfen? Weil der Klimawandel nicht existiert. Der Klimawandel existiert nicht, deswegen. Also, sagen halt viele. Und deswegen soll auch dann halt die EU halt nicht mehr klimaneutral werden. Tipps Ich so? klicke mal Stimme nicht zu. Ja. Nummer 15.
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihrer Listen ist. Ja, finde ich, ich finde, die Parteien sollen selbst entscheiden, wie sie das regeln. Manche Parteien haben ja so 50-50, also 50 männlich, 50 weiblich, andere haben es nicht. Diese Parteien sollen es frei entscheiden, wie sie es machen wollen. Sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können? Ja. Nummer 16. Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Ja, also ich meine, wenn ein Staat, sag ich mal, ja, hört sich gut an. Also die EU weiß ja auch, was in dem Staat benötigt wird für ein, ich sag mal, so ein Grundniveau nötig ist. Und dann kann die EU Vorgaben machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Polen, hey, bei euch ist der Mindestlohn viel zu niedrig, davon kann man nicht leben. Nur ein Beispiel, ich habe keine Ahnung, was der Mindestlohn in Polen ist. Ja, macht Sinn, würde ich sagen. So. Nummer 17. Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Würde ich nicht sagen. Ich finde einfach, ich bin der Meinung, man sollte Gesetze, die schon im echten Leben gelten, auch auf soziale Medien übertragen. Also so, dass zum Beispiel wirklich Fehlinformationen auch zum Beispiel verfolgt werden kann. Also harte Fehlinformationen. Ich meine nicht jemanden, der da auf Twitter irgendeinen Blödsinn postet. Ich meine so, du weißt, was ich meine. Zum Beispiel, es wurde ja, RT Deutsch wurde ja, ich sag mal in Klammern, verboten. Gibt es immer noch auf Odyssey und so. Ich habe ja gesagt, auf kein More Gaming gibt es auf Odyssey. Da wird alles automatisch gereuploadet. Ja, also wenn da einfach. Ja, bin ich gegen Desinformation, dass man dagegen vorgeht. Klar bin ich dagegen. Jetzt könnte man sagen, aber dann wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Da würde ich dagegen sagen, aber es ist ja eine Demokratie, es ist ja nicht China. Weil wenn China sagen würde, ja, wir wollen gegen Desinformation vorgehen, ist ja eine Diktatur, da kann man. Das ist ja schon was anderes. Und wenn hier jemand dann, sagen wir mal, der Staat geht gegen Desinformation vor, und das sind keine Desinformationen, dann würde es einen riesen Aufschrei geben. Darum sehe ich auch da auch nicht die Möglichkeit, dass sich die EU irgendwelche Dummheiten erlauben könnte. Weil das würde dann ans Licht kommen. Die Leute würden es merken. Auf Twitter oder sonst wo in den sozialen Medien würde es dann. Ja. Weißt du, was ich meine? Nö. Also, da ein Betreiber sollen frei entscheiden, wissen. Nee. Dann sag ich mal, nee. 18. In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Sage ich ja. Also, sagen wir mal, dass irgendein Landgut, wird nichts Wirtschaftliches gemacht oder so, ist halt. Keine Ahnung, irgendwie so ein ewig alter Wald, dann soll man es Naturschutz machen, zu einem Naturschutzgebiet erklären, oder da ist irgendwie ein Bach, keine Ahnung. Also in der Nähe von meinem Dorf, da gibt es so einen Bach und das ist halt Naturschutzgebiet. Also ich habe nichts dagegen, wenn es mehr Naturschutzgebiete gibt. Also ich finde ich eigentlich gut, wenn da halt auch Natur erhalten bleibt und wenn Natur auch geschützt wird. Warum nicht? Also natürlich jetzt nicht irgendwie welche Flächen zum Naturschutzgebiet erklären, wo vorher das irgendwie wirtschaftlich genutzt wurde. Das wäre natürlich Blödsinn, aber wenn es nicht wirtschaftlich genutzt wurde und man will es zum Naturschutzgebiet erklären, dann gerne. Also das ist meine Meinung dazu. Was sagst du dazu? Ich bin da eigentlich neutral gegenüber. Also Warte mir kurz, ist ich mach eigentlich kurz Fenster zu. Nummer 19. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln der EU verlassen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Ja. Man ist freiwillig ein Mitglied der EU. Man kann auch gehen. England bzw. Großbritannien hat es gemacht. Wenn man sich nicht an die Regeln wert halten will, wird man halt bestraft. Das ist ja normal.
Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wo arbeite und mich nicht an die Regeln halte, die es in dem, keine Ahnung, wo ich halt arbeite und mich nicht dran halte, dann werde ich irgendwann gefeuert. Ich werde bestraft, das ist doch normal. Weiß nicht, also ich bin dafür. 20, die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. Ich bin dafür, weil ich bin halt pro Ukraine. Ich finde, die sollen unterstützt werden. Ja, das war's eigentlich. Also letztendlich so. Das hängt auch ja mit diesem Ukraine-EU-Beitritt zusammen. Ja, wenn der Krieg dann so vorbei ist und die EU irgendwann die Kriterien erfüllen kann, dann sollen die auch Mitglied werden. Ja. Da, auch zu Russland möchte ich mal sagen. Also, sagen wir mal, man weiß alle, Die Putin hat die. Frage. Ich nicht auf Bezug auf Ukraine, ich will einfach nur sagen, man weiß ja, Putin hat die Demokratie ausgehebelt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich sehe auch die U Russland eigentlich als europäisch an. Also meinetwegen, auch Russland könnte in der I EU sein. Ich will das nur mal so stehen lassen. Also, ich habe da kein. Ja. Frage Nummer 21. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, sollen gesenkt werden. Es gibt ja dieses große Problem mit Überfischung, wenn zu viel gefischt wird und dann der Artbestand gefährdet ist, dann soll das gesenkt werden. Macht ja Sinn. Würde ich sagen. Ja. 22. Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Ja. Also man muss sich ja, also ich bin der Meinung, man sollte sich mehr wirtschaftlich von China in gewisser Weise abschotten, mehr unabhängig machen, eigene Elektroautos herstellen oder die zumindest nicht aus China einführen. Bin ich halt dafür. Oder dass man einfach eine eigene Elektroautoindustrie aufbaut. Ich bin nicht sehr China-freundlich, sag ich mal so. Also ich stimme dem nicht zu. Also ich bin so China freundlich. Also checken. Kannst du dann nach oben mit TV machen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist. Mal schauen. Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten straffrei möglich sind. Ich bin grundsätzlich dafür, aber mit einem Limit. Also keine Ahnung. Es gibt ja so. Ich kenne mich da voll nicht aus. Ich bin keine Frau. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weil ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Wie gesagt, ich werde nie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, aber ich bin dafür ein Limit. Also. Ab einer bestimmten Wochenzahl nicht mehr. Aber grundsätzlich sollte es straffrei sein. Also grundsätzlich im Sinne von, also wenn man das Limit überschreitet, dann natürlich ist es dann nicht mehr straffrei, weil es nicht mehr legal ist. Also das ist meine Meinung. Also, aber sonst habe ich auch zum Thema äußere ich mich sonst eigentlich nicht, weil ich, wie gesagt, ich werde nie damit konfrontiert sein, dass ich irgendwie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen werde. Ja. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. Nein, warum? Das ist doch der große Vorteil in der EU. Wenn ich und Mack sagen, zum Beispiel, wir gehen jetzt nach Polen, um Konten zu machen oder in die Niederlande, können wir einfach über die Grenze. Warum sollte man das da irgendwelche Grenzkontrollen einführen, damit man da erstmal 10 Stunden lang irgendwie in der Autoschlange steht? Wer hat einen Bock drauf? Niemand. Hä? Verstehe ich nicht. Also ich bin dagegen. Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Ja. Ja. Das Ding ist halt so. Wo es, wenn zum Beispiel ein Staat alle, ich sag mal, Kriterien erfüllt, um Mitglied zu werden, wo ist dann der Sinn einer Volksabstimmung so? Sagen wir mal, nicht mal die Ukraine, sagen wir irgendein Land, was nicht in der EU ist, die Schweiz. Die Schweiz will von einmal Mitglied der EU werden. Und die erfüllen alle Kriterien.
Warum soll es dann noch eine Volksabstimmung geben? Ich meine, sowas, wo ist der Sinn dann? Es ist, verstehe ich nicht ganz so. Also ich bin halt dafür, wenn jemand ein Staat Mitglied werden möchte, dann muss auch die Kriterien erfüllen. Und wenn es die Kriterien erfüllt, dann braucht man auch keine Volksabstimmung. Es wäre halt problematisch, wenn ein Staat aufgenommen wird. Da gab es irgendwie so eine komische Geschichte mit Rumänien und Bulgarien, dass sie eigentlich die Richtlinien und die Bestimmungen nicht erfüllt haben und trotzdem Mitglied wurden. Das ist natürlich scheiße. Daher kommt, glaube ich, auch dieser Wille nach Volksabstimmungen. Ja. Also grundsätzlich nein. Also bin ich dagegen. Aber man, wie gesagt, wenn man soll sich an die Richtlinien halten. Und dann nicht irgendwie dann sagen, wir drücken mal ein Auge zu und du darfst trotzdem Mitglied werden. Nein. Du wirst Mitglied, wenn du die Richtlinien erfüllst. Wenn du die, ja, die, was du machen sollst, erfüllst, dann kannst du Mitglied werden. Sonst nicht. Ich stimme mich nicht zu. Was sagst du dazu? Neutral. Keine Okay. Ahnung. Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Ich bin aus irgendeinem Grund Fan von gentechnisch veränderten Pflanzensorten. Also solange die nicht irgendwelche Nebenwirkungen haben oder so, ist es halt einfach nur vorteilhaft, weil du kannst dann zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwelche Pflanzen anbauen, die dann zum Beispiel resistenter gegen Hitze sind und in Bezug auf Klimawandel, insbesondere in Bezug auf Afrika, ist das ja praktisch. Weil wenn es da heißer wird und bestimmte Pflanzen nicht mehr angebaut werden können, kannst du dann trotzdem Pflanzen anbauen. Oder in der EU, keine Ahnung, gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU. Irgendwo bin ich da neutral, eigentlich. Weil ich mich auch doch auch nicht so sehr damit auskenne und keine Ahnung, dass es so spezifisch geht. Ist mir auch irgendwo egal. Ich wähle mal neutral aus. Was sagst du dazu? Also ich bin eigentlich gegen dieses Genmanipulieren. Ja. Nummer 27, geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frau soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Es gibt halt Länder, wo du als Frau richtig scheiß behandelt wirst. Zum Beispiel Iran, Saudi-Arabien, da haben die keine Rechte. Wenn die dann sagt, ja, wir haben keinen Bock drauf, wir wollen jetzt in die EU, weil da haben wir Rechte. Ist es ein Asylgrund? Ja, klar, weil die haben ja da keine Rechte und werden nicht so gut behandelt. Allgemein von der Gesellschaft, so meine ich. Ob das jetzt auch häusliche Gewalt beinhaltet, kommt drauf an, auf den Einzelfall. Aber grundsätzlich ja, wenn sie da üble Sachen erleben, warum sollte ich da nein sagen? Es ist halt, wie es ist. Also ich kenne jetzt keine weiteren anderen Beispiele, außer jetzt bestimmte arabische Länder oder Iran. Keine Ahnung. Nummer 28. Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Ich würde da sagen, also was, ja, nein, also ich meine, nee, nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. Eigentlich ja, es ist ja nicht kommerziell. Also wenn ich zum Beispiel ein großer Streamer bin und in meinen Videos urheberrechtlich geschützte Musik benutze, dann darf ich das nicht, weil ich auch mit den Streams Geld verdiene. Aber jetzt zum Beispiel bei Kind More Gaming, ich verdiene ja mit den Streams kein Geld. Und ich spiele Musik ab, aber ich verdiene kein Geld. Also das ist nicht kommerziell, was ich hier mache. Darum finde ich in meinem Fall, also ich beziehe ich das jetzt auf mich, sollte es erlaubt sein, aber sobald da irgendwie ein kommerzieller Interesse ist, dann natürlich nicht. Aber wenn es nicht kommerziell ist, da sollten die dann auch diejenigen, die das Urheberrecht haben, auch nicht so rummucken. Es ist nicht kommerziell, die verlieren kein Geld. Wenn ich irgendeine Musik abspiele, im besten Fall finden die vielleicht neue Fans. Also ich meine so, ich habe über einen anderen Streamer, habe ich Sabaton kennengelernt. Also nur als Beispiel so. Also wenn es nicht kommerziell ist, dann soll es ja auch erlaubt sein. Finde ich persönlich. Was sagst du dazu? Dem stimme ich auch zu. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Nein, Nicht weil genug. erst wenn. Ja.
Russland, ja, es gibt ja ein Ziel mit den Sanktionen, wenn Russland halt, ich sag mal, wie sagt man da, gewisse Zusagen macht, dann kann man die auch abbauen. Aber in Bezug auf Ukraine ist ja Russland, ich sag mal, sehr, sehr streng und sagt, ja, wir führen den Krieg, wir wollen den gewinnen und wir wollen auch nicht verhandeln. Also dann sollen auch die Sanktionen nicht abgebaut werden. Also wenn dann irgendwie Russland sagt so, yo, der Krieg läuft nicht gut, wir sind bereit zu Verhandlungen, dann kann auch die Sanktion meinetwegen abgebaut werden. Das macht dann Sinn. Würde ich jetzt persönlich sagen. Was sagst du dazu? So, also die soll abgebaut werden. Das ist auch besser für die EU wirtschaftlich. Also wirtschaftlich hat sich das Ganze, das Problem ist, wir beziehen tatsächlich immer noch russisches Gas. Und weißt du wie? Russland exportiert das Gas jetzt halt über China und auch arabische Länder. Das heißt, wir beziehen immer noch das Gas. Das ist ein Problem. Also, dass die Sanktionen gar nicht wirken, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, Grundsätzlich okay. sollen die Sanktionen, finde ich, bestehen bleiben, bis halt, wie gesagt, die von Russland auch was kommt. Aber das mit Gas und das Ganze, dass man da, man hätte auch im Zuge der Sanktionen gegen Russland mit Gas und Öl, hätte man auch andere Schritte gehen können, auch bei, ich sag mal, Unabhängigkeit im Sinne von Energie und so, Öl und Gas, bla bla bla, aber das ist ein anderes Thema. Ich stimme da nicht zu. Das Nummer 30, das Erasmus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. Ja. Also ich meine, wenn jemand sagt, er möchte im Ausland studieren und er möchte halt ein Stipendium. Und er braucht Geld. Also ich meine, Studieren kostet halt Geld. Und die Studien, BAföG, da gibt es ja das große Problem, dass es eigentlich zu wenig ist. Also jetzt nur auf Deutschland bezogen. Ich weiß gar nicht, wie es im Ausland ist, aber grundsätzlich bin ich dafür, dass die halt die angemessene Menge an Geld bekommen, damit sie halt auch studieren können. Am Ende müssen sie es ja eh zurückzahlen. Also bis bei BAföG ist es, man muss die Hälfte zurückzahlen. Ich weiß nicht, wie es da ist. Was sagst du dazu? In dem sehe ich mich auch so, also wie du. 31. Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Zunächst sage ich dazu, ich bin dafür, dass man weiter Atomkraft da forscht daran. Zum Beispiel, es gibt ja die Idee von Kernfusion. Aber also bei Atomkraft, es ist halt dieses Ding halt. Normalerweise sind die Atomkraftwerke sicher, aber ich nenne mal ein anderes Beispiel. Fliegen ist eigentlich eine super sichere Sache, aber wenn was passiert, dann bist du am Arsch. Und darum mag ich auch Fliegen nicht, weil ich habe immer dann so ein bisschen Angst. Und so weiter nachhaltige Energiequelle einstufen. Ich weiß nicht. Also Atomkraft, also dieses Kernspaltungsding, finde ich eine schwierige Sache irgendwo. In Deutschland macht es eh keinen Sinn mehr, weil die wurden total abgebaut. Und wenn du jetzt die Teile wieder anschalten würdest, müsstest du erstmal neu Personal anwerben, weil wäre schwierig. Sollte das eingestuft werden als nachhaltige Energiequelle? Ganz ehrlich, ich bin da, glaube ich, neutral. Ich kann da nicht viel dazu sagen. Schwierige Frage. Was sagst du dazu? Ich bin dafür auch neutral. Also, ja. 32. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ja, also ich bin grundsätzlich dafür, einwanderungspolitisch bin ich so, habe ich die Meinung. Jeder soll das Recht haben, zum Beispiel in die EU oder nach Deutschland zu kommen, wenn er da arbeiten möchte oder irgendwie hier leben möchte. Aber ich bin auch für Abschiebung. Wenn die Person hart Scheiße baut, dann muss die abgeschoben werden, weil sonst fühlen sich die Leute in dem jeweiligen Land verarscht. Das ist ja das Problem auch in Deutschland mit dieser Thematik jetzt bei irgendwas in Mannheim oder keine Ahnung, wo das war. Da wurde irgendwer abgestochen, irgendein Polizist oder so. Und die Leute fühlen sich dann verarscht. Die fragen sich halt, warum ist der im Land? Zum Beispiel, es gibt so einen anderen, der war beim IS, dann ist er nach Deutschland zurückgekehrt, dann hat er so ein Anti-, wie sagt man, Extremismus-Ausstieg-Ding gemacht, so einen Kurs oder so.
Man hat gedacht erst, ja, der ist deradikalisiert, aber später hat man gemerkt, nee, der ist nicht deradikalisiert und der ist nach wie vor in Deutschland. Und die Leute fühlen sich halt dann verarscht. Weil sie sich fragen, warum ist der noch im Land? Der ist ein absoluter Extremist. Warum ist er hier? Der stellt halt eine Gefahr dar. Also grundsätzlich bin ich dafür, dass die Einwanderung vereinfacht wird und dass jeder hierher kommen kann, aber ich bin halt auch für harte Abschiebungen. Also in dem Fall, ich würde hier jetzt zustimmen. Und wenn irgendeine Frage kommt mit, sollen Abschiebungen auch strenger sein, dann würde ich auch zustimmen. Was sagst du dazu? Dem stimme ich auch zu. 33. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Das ist wieder so eine quasi eine Frage in Bezug auf China, weil man hat ja zum Beispiel den 5G-Ausbau gegenüber China, Huawei, also diesem ganzen Konzern hat man, ich sag mal, verboten, beziehungsweise die können das halt nicht mehr machen. Ich finde immer, kritische Infrastruktur sollte auch von der EU oder von jeweiligen Ländern betrieben werden, weil es kritische Infrastruktur ist. Es ist etwas Wichtiges. Wenn das in irgendwelchen ausländischen Händen ist, also außereuropäisch, dann ist das halt schwierig. Und das ist auch in Bezug auf die USA so. Ich finde nicht, dass zum Beispiel die USA oder irgendein anderes Land, irgendwie China, USA, was auch immer, irgendwie da mitmachen sollte. Ich finde, das sollte immer die einzelnen europäischen Staaten machen. Entweder von Europa geht es aus oder von dem jeweiligen Nationalstaat, also Deutschland oder Frankreich. Was hältst du davon? Dem stimme ich nicht zu. Es geht da halt um so Cybersicherheit auch zum Beispiel. Also sagen wir mal irgendwie, es geht da zum Beispiel um Russland, so da wurde ja auch Bundestag gehackt und so bla bla. Und wenn dann zum Beispiel, ich sag mal, russische Unternehmen bauen kritische Infrastruktur, sind da beteiligt, dass das halt ein Sicherheitsrisiko wäre. Nur als Beispiel Russland. Die Bereitschaft seine Stärke. Ich stimme halt dazu, weil das ist halt eine Sache, da sollte man auch ernst nehmen. Das sollten auch die einzelnen Staaten oder die EU halt sich darum kümmern. Das macht ja auch, keine Ahnung, China lässt ja auch nicht zu, dass ausländische Länder bei denen kritische Infrastruktur bauen. Oder Russland, meine ich, lässt das auch bestimmt nicht zu. Da gibt es ja auch einen Grund für. Also ich habe nie gehört, also ich könnte mich gerne korrigieren in den Kommentaren, ob Russland vielleicht es doch zulässt, dass andere Länder bei ihnen kritische Infrastruktur da mitwirken. Aber wie gesagt. Nummer 34, der Präsident bzw. die Präsident der Europäischen Kommission soll von Bürgern und Bürgern direkt gewählt werden. Natürlich soll sie direkt gewählt werden. Jeder Präsident sollte direkt gewählt werden. Also außer jetzt Bundespräsident, weil der hat eh nichts zu sagen. Da finde ich es okay, wenn dann halt im Bundestag das gemacht wird. Der ist ja eh eher repräsentativ. Nummer 35. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Ich weiß nicht, wie viel die aktuell zahlen. Ich weiß, grundsätzlich bin ich für Klimaschutz und so. Und Unternehmen, die werden da auch nicht zugrunde gehen. Also ich stimme, bin da irgendwie neutral, aber auch stimme zu. Neutral, weil ich nicht genau weiß, wie viel die aktuell zahlen, ob das genug ist, wie die zahlen, oder ob das zu wenig ist, oder ob das eigentlich aktuell wirksam ist und ob es angehoben werden sollte, damit es wirksam ist. Eigentlich, ich stimme mal dafür. Was sagst du dazu? Ich stimme dem nicht zu. 36 Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen, dort auf das Ergebnis warten. Das ist halt schwierig, wenn es halt zum Beispiel, wir hatten vorher das Beispiel mit Frauen in bestimmten Ländern, die dann Gewalt erleben. Wenn sie den Antrag erst stellen müssen, dann außerhalb der EU auf das Ergebnis warten müssen, heißt das jetzt außerhalb der EU-Grenzen, also irgendwelchen da, keine Ahnung, der Türkei da? Also schwierig, müssen die dann da irgendwie, keine Ahnung, Hey. so. Oder wie funktioniert das? Ich meine, in der Türkei im Sinne von, da gibt es ja dieses Abkommen mit der Türkei und so. Ich weiß nicht genau. Türkei. Asylbewerber sollen ja dran. Ich weiß nicht, warum die das. Wieso können die nicht dann in die EU reingehen? Man kann die Person nachverfolgen. Die meinen, die werden da vor dem Grenzübertritt, werden die doch wohl registriert und man kann die nachverfolgen. Und dann, wenn der Asylantrag abgelehnt wird, ja, weiß ich nicht. Also die können da auch gerne schon rein, aber wenn der abgelehnt wird, dann wird er halt abgelehnt. Es ist halt tatsächlich so, dass halt die meisten Asylbewerbeanträge abgelehnt werden.
Da ist man ziemlich streng. Aber meist lässt man sie ja trotzdem da. Weil ach, keine Ahnung. Ich weiß. Ich mal einfach neutral. Was sagst du dazu? Ich bin auch dafür neutral. Die EU soll weiterhin gemeinsam in europäischen Rüstungsprojekte investieren. Ja. Ich bin dafür. Die EU sollte mehr zusammenarbeiten. Auch bei Rüstungsindustrie oder militärisch, außenpolitisch. Überall sollte man mehr zusammenarbeiten. Es macht auch mehr Sinn, wenn. Was ist wohl effizienter, wenn Deutschland allein irgendwie eine Bundeswehr ack hat oder ob man irgendwie so eine allgemeine europäische, ich sag mal, Verteidigung aufbaut? Was macht wohl mehr Sinn? Also ich bin ja, wie gesagt, sehr pro-europäisch. Ich möchte halt diese Idee von einem vereinten Europa auch, bin ich sehr dafür und darum bin ich halt dafür, dass man auch bei militärischen Sachen zusammenarbeitet und da gemeinsam europäische Rüstungsprojekte investiert. Was sagst du dazu? Stimme dem nicht zu. Also ich bin eigentlich gegen Einwanderung. Also, ja, okay. Der Nummer 38. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Ja. Warum sollte es keine zentrale Rolle mehr? Das Parlament, wir wählen das. Das Problem ist halt, die Parteien fokussieren sich zu wenig auf die europäischen Parteien. Zum Beispiel, du wählst ja nicht quasi die CDU, du wählst ja ich meine die EVP, meine ich, war es. Oder die Europäische Volkspartei war das, glaube ich, bei die. Die CDU ist Mitglied davon, oder? Also das Problem ist, dass die Parteien nicht. Die Parteien werben mit sich selber, aber nicht mit der europäischen Partei, von der sie Mitglied sind. Das ist so ein Problem. Und darum, die meisten, wenn sie EVP hören, dann wissen die gar nicht, was das ist. Das ist so ein Problem, aber das Europäische Parlament, natürlich soll es die zentrale Rolle in der EU spielen. Wer soll es denn nicht? Die Präsident oder der Präsident, den wir nicht mal gewählt haben, oder was? So, fertig. Dann weiter zur Auswahl der Parteien. Alle auswählen, weil bei der EU möchte ich jedem ans Herz legen. Auch kleine Parteien haben bei der EU-Wahl extrem große Chancen, weil es gibt halt nicht die 5%-Hürde. Und da lohnt es sich halt wirklich auch kleine Parteien zu unterstützen. Selbst wenn man sagt, oh, die sind so klein, die haben doch eh keine Chance. Doch, bei der Europawahl haben die deutlich höhere Chancen, weil sie halt nicht die 5% erreichen müssen. Und, oh Wunder, Volt kommt bei mir ganz oben raus. Oh. Also die Volt, halt diese Aber paneuropäische Bewegung, die ich halt. Ich hatte mich schon vorher für die entschieden und ich werde die auch morgen wählen. Also, und danach ÖDP. Als ökologisch-demokratische Partei, so wie ich es verstehe, ist das eine wertkonservative, hat sie Ansätze, aber auch Umweltpolitik macht. Also die sind halt so ökokonservativ. Es gibt ja nicht nur diesen Ökosozialismus, also was bei den Grünen dominiert. Wiederum gibt es auch bei den Grünen auch die Richtung Ökoliberalismus. Wenn man nach Baden-Württemberg schaut, sind ja die Grünen die stärkste Kraft. Und Kretschmer, der Typ, ist halt ökoliberal, also das ist da wiederum, muss man auch unterscheiden, weil es gibt auch innerhalb der Parteien verschiedene Richtungen. Also jemand, der bei den Grünen ist, ist nicht wie jeder andere, der bei den Grünen ist. Das möchte ich nur mal sagen. Dritte Partei, Tierschutzpartei, habe ich noch nie gewählt. Also ÖDP habe ich auch noch nie gewählt. Also für mich ist es, keine Ahnung, Piratenpartei. Da habe ich gehört, die haben halt Probleme, dass da, als die gegründet wurden, da kamen dann ganz viele verschiedene Leute rein. Man hat nicht gefiltert und am Ende war es ein riesiger Mix. Alle hatten verschiedene Meinungen. Also komplett verschieden. Nicht nur so irgendwie, wie ich gesagt habe, bei den Grünen, dass die halt bei Umweltpolitik und so verschiedene Meinungen hatten, sondern da gab es dann auch so komische Leute, die dann halt mehr extreme Meinungen hatten. Das hat die Partei halt irgendwie kaputt gemacht. Die auf Platz, war kurz 1, 2, 3, 4, auf Platz 5, die erste große Partei Grün. Ich habe die Grünen nur gewählt da bei meiner Gemeindewahl, also weil ich da nicht weiß, was die Partei wählen, da will ich immer kreuz und quer. Ich habe da gewählt CDU, SPD, FDP und Grüne, da kann man ja viel wählen. Ich habe die Grünen, ich bin kein Grünen-Hater, aber es ist halt nicht meine Partei so. Ich finde, okay, es gibt Probleme bei den Grünen. Denen laufen auch, ich sag mal, die Anhänger der Grünen, die Grünen wählen, die sind auch aktuell ja von der Regierung enttäuscht.
Ja, nicht darum, dass Leute, die die Grünen schon vorher gewählt haben, die Grünen nicht mögen. Das Problem, das die Grünen haben, ist, dass die Leute, die sie gewählt haben, dass die enttäuscht sind. Und da müssen die jetzt selber klarkommen. Als nächstes PDF, also Partei des Fortschritts, kenne ich gar nicht. 2020 gegründet. Mehr Direktdemokratie, Volksabstimmung, Basisdemokratie. Also ich finde repräsentative Demokratie gut, aber ist auch okay. Also die wollen mehr wahrscheinlich so ein Schweizer Konzept haben. Von Demokratie, also mehr Direktdemokratie, dass die Leute mehr direkt über Gesetze abstimmen. PDH, Partei der Humanisten, die habe ich bei der letzten Niedersachsenwahl gewählt, also 2020 meine ich, war die Landtagswahl. Ich wusste nicht, was ich nehmen sollte. Ich habe mir kurz angeschaut, für was die stehen, und ich fand die eigentlich ganz gut. Ein weiteres Mal würde ich die nicht wählen, aber das war auch der Anfang so, als ich das erste Mal so an der großen Wahl teilnehmen konnte, also Landtagswahl. Und ja. Als nächstes Klimaliste. Ja, es sind halt für Klimaschutz, V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier, Veganer. Okay, 80% zwischen, ich bin halt kein Vegetarier, kein Veganer. Für Veränderung bin ich ja. Sie sind für die Beendigung von Waffenexporten, Waffenexporte, ja. Das ist ja auch ein Problem bei den Grünen. Die Grünen sagen erst, wir sind gegen Waffenexporten nach Saudi-Arabien, und jetzt machen die Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Darum dieses Problem mit der Wählerschaft der Grünen. Darum sind die ja, wenden sie sich ab von den Grünen oder beziehungsweise sind enttäuscht, weil die Grünen halt das eine erst sagen und das andere wird dann gemacht. Also das ist keine gute Idee als Partei. A sagen und dann B machen. Geht schief. SPD, letzte Generation. Oh ja, die haben ja auch eine Partei angemeldet. Die Partei, ich wähle keine Satireparteien grundsätzlich. Entweder man wählt richtig oder man lässt es. Ist meine persönliche Meinung, ganz unten halt AfD, weil Wow. ich bin halt kein Anhänger der AfD. Partei der Vernunft, ja, diese Partei wurde gegründet von diesem einen der in die Philippinen ausgewandert ist. Das war auch so ein komischer mit Corona-Leugnung, auch so Verschwörungstheorien. Also Partei der Vernunft ist eher unvernünftig tatsächlich sogar. Sollte man jetzt nicht so wählen. Also kann ich jetzt nicht empfehlen. Also letztendlich ist es eure freie Wahl, aber es ist halt meine persönliche Meinung. ABG habe ich noch nie gehört. Aktion Bürger für Gerechtigkeit. Die ABG wurde 2020 gegründet. Sie erkennt den menschenverursachten Klimawandel nicht an, will alternative Heilmethoden fordern und fordert unter anderem Erfolgsentscheide nach Schweizer Vorbild. Okay, das Letztere ist ja völlig okay. Sie fordert den Austritt aus der EU und die deutsche Staatsbürgerschaft nur für Menschen mit deutscher Abstammung. Mag? Ja, was ist? Schwierig. Ja, nee, ist nicht schwierig, ist gut. Also zum einen erkennen sie den Klimawandel nicht an, das haben wir ja bei der vorherigen Frage, dass es halt Leute gibt, das ablehnen, sage ich mal. Und alternative Heilmethoden, also die wollen halt irgendwelche esoterischen Scheiß fördern. Es gibt halt wirklich Leute, die daran glauben, dann haben sie Krebs. Nur als Beispiel so, und dann, da gab es wirklich so eine Story, der hatte Krebs, dann hat er halt so einen esoterischen Scheiß geglaubt, da kam dann irgend so ein germanischer Heiler, der ihn danach heilen sollte, und letztendlich ist er an Krebs verstorben, weil er keine Medikamente genommen hat und keine richtigen medizinischen Sachen gemacht hat. Das ist halt gefährlich, diese alternativen Heilmethoden, weil der könnte jetzt noch leben. Vielleicht hätte er gesundheitliche Probleme. Ja klar, er hatte Krebs, aber ich meine, der wäre vielleicht noch am Leben. Nur so ein Beispiel, das war irgend so eine Doku oder so über irgendwelche germanischen Heilpraktiker oder so, die dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zaubern oder so. Die Heimat, die NPD, bei 34%. Also ich habe bei AfD 18,4%, aber 34% Zustimmung bei die NPD. Sehr gut, Thomas. Ich Oh stolz auf Gott. dich. Bündnis C, was man Christen für Deutschland, was man hier wissen muss, die Partei ist christlich fundamentalistisch. Das ist nicht so Christen wie im Sinne von, ja, wir sind ja, wir finden Christus gut, bla bla, wir sind glauben. Nein, das sind Fundamentalisten. Also ich kann noch mal auf Wikipedia gehen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mir das mal angeschaut habe. Da. Bündnis C. Christen für Deutschland. Ja, hier. Ausrichtung christlicher Fundamentalismus. Also das sind halt komische Leute. Also wenn ihr sagt, ja, ihr seid, keine Ahnung, irgendwer steht da voll, ihr steht da
von BAZ und es steht da Bündnissee Christen für Deutschland, dann lasst euch da nicht verarschen. Das sind nicht irgendwelche normalen Christen, die in einer normalen Kirche gehen und bla 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 einen normalen Glauben ausführen oder nur, wie es halt auch bei anderen Religionen ist, wie beim Islam. Das sind irgendwelche, ich sag mal, ich bin jetzt mal ganz negativ, das sind irgendwelche Spackos. Wählt die nicht. Also wenn, ich will nichts hören von irgendwelchen Leuten, die sich dann aufregen über, ja, da gibt es irgendwelche islamischen Fundamentalisten und dann wählen sie Bündnissee. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, der Bündnissee wählt, aber keine Ahnung, Partei muss man auch nicht kennen. So. Was hältst du von fundamentalistischen Christen? Sehr gut. Also ich mag sie. Tierschutz hier, Aktion Partei für Tierschutz. Also sie sind für Tierschutz. Ich gehe mal drauf. Jagen und Angeln von Tieren als zweites Sport will sie ebenso verbieten. Also das sind Hardcore-Tierschützer. Okay. Jetzt ist nichts Schlimmes so. Wenn du findest, ja, man sollte. Das sind wahrscheinlich auch so. Warte kurz. Jagen und Angeln von Tieren als Freizeitsport will sie ebenso verbieten wie das rituelle Schlachten aus religiösen Gründen. Oh ja, ich dachte eben, da steht, aus religiösen Gründen wollen sie das Jagen von Tieren verbieten. Ja, ich war gerade noch beim Thema christlicher Fundamentalismus. Also keine Ahnung, Leid der Tiere, keine Ahnung. Ich finde, Tiere sollten, wenn sie halt da geschlachtet werden und so, sollen die nicht ewig leiden. Es gibt halt bestimmte Regionen, da kannst du mir mehr helfen. Es gibt auch im Islam diese Sachen mit Ziegen. Oder mit Schafen, einem Lamm, dass man dann den Hals durchschneidet, irgendwas sowas war das, oder? Ja, die Leute beschweren sich halt darüber, weil das Tier halt da extrem leidet. Also keine Ahnung, kann man das Tier nicht vorher. Ich will da niemanden offenden, aber ich bin dafür, dass man dann schon, wenn das Tier vorher betäubt, irgendwie, damit das Tier dann nicht leiden muss. Weil, wenn man jemand den Hals durchschneidet, da lebt man noch für einige Minuten, das ist extrem qualvoll. Also ich weiß nicht, ob das aus religiöser Sicht geht, keine Ahnung. Ist nur meine persönliche Meinung so. Kein unnötiges Leid. Also ich bin kein Veganer oder so. Ich finde es okay, wenn Tiere geschlachtet werden, aber nicht unnötig da irgendwie die Tiere quälen. 47% Basisdemokratische Partei Deutschland. Die Basis wurde 2020 umfeld vor Proteste. Ach, das ist diese Corona-Pandemie-Partei, also. Sie fordert unter anderem eine unabhängige Aufarbeitung der Pandemie und die Einführung von Volksentscheiden auf allen Ebenen. Der 5G-Technologie steht sie kritisch gegenüber. Ach ja, es gab ja bei Corona diese Sachen. Hast du das mitbekommen? Also da wurden ja 5G-Türme, irgendwie diese Tower angezündet, weil man dachte, dass 5G für Corona sorgt. Das war wild. Das war sehr wild. Es war auf der einen Seite lustig, aber auf der anderen Seite war es auch einfach nur so, Digga, ja, sie brennen. Digga. Die Leute in Deutschland, das waren jetzt ausländische Beispiele, das habe ich in so einem Video gesehen, aber stell dir vor, in Deutschland, die Leute wollen 5G haben, dann freuen sie sich, dass sie 5G haben und dann brennen irgendwelche Dullis deinen 5G-Mast ab. Ja, sonst, ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein, also es sind halt alle Parteien hier. Ja, dann gibt es hier halt noch diese linksextremen Parteien, die auf die rechtsextremen sind, bin ich noch eingegangen, Bündnis Sahra Wagenknecht. Finde ich persönlich einfach weird. Ich finde die Wagenknecht nicht so sympathisch. Sie sind halt sie versucht halt damit zu punkten, dass sie gesellschaftlich konservativ ist, aber wirtschaftlich links, also im Sinne von, oder sozialistisch, also dass sie Vermögensverteilung und so bla bla. Aber da ist halt bei Sahra Wagenknecht immer dieses halt sehr Putiner, also dieses Putiner, also beziehungsweise die Leute drücken es eher aus, dass sie halt Putin in den Arsch geht. Für mich ist die Partei nichts, sage ich einfach mal so. Partei für schulmedizinische Verjüngung. Ja, die Partei ist halt dafür, dass man Medizin fördert, also richtige Medizin, nicht irgendwelche komischen Heilpraktiken. Bin ich auch dafür, aber die fokussieren sich halt nur auf das Thema. Also wenn ihr keine Ahnung, ihr habt nichts zum Wählen, ihr findet alle Parteien hier scheiße, aber ihr seid für medizinische Forschung, ihr wollt das fördern, dann wählt die Partei, weil die wirklich nur das dafür ist. Ich erinnere mich bei einer anderen Wahl-o-mat-Wahl, da habe ich mir angeschaut, wie die Parteien bei den Fragen gestimmt haben. Und diese Partei war bei allen Fragen neutral, weil sie sich nur auf Medizin spezialisieren, auf das Thema. Und alle Fragen waren denen halt egal. Ja. Ich würde dann hier auch das Video beenden. Mac, willst du noch was sagen? Viel Spaß mit dem Video.
Ja, also geht morgen wählen. Also die EU war es tatsächlich nicht so unwichtig, wie manche Menschen denken. Ich muss dann hier noch ein paar Sachen rausschneiden, bla bla bla. Wir sehen uns dann. Es gibt dann Q&A, das wird dann hochgeladen irgendwann. Mac ist am Schneiden, Rendern, Hochladen, der ist hart am Arbeiten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Habt einen schönen Tag, genießt das Wochenende. Und keine Ahnung, nach dem Wehen kann man gehen mal spazieren oder sowas, weiß ich. Macht einen schönen Tag. Tschö.